Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4, ja. Vor unserem Wackelpuppenständer. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Nein. So, ich wollte was mit der Rüstung noch machen. Weil ich finde es ein bisschen komisch, dass wir hier noch mit der Bruderschaftslack hier rumlaufen. Ja, ich habe den Skillpunkt, den wir erhalten haben, habe ich für Rüstungsmeister genommen, weil ich möchte gerne die Titan-Lackierung haben. Da. Brauchen wir Rüstungsmeister Teil Stand 3. Oh, wir haben ja schon Dings, ne? Ich nehme mal Prisma-Abschirmung. Den Rest machen wir gleich. Ich wollte euch gerne dabei haben. Einfach damit ihr seht, was man macht. Nicht, dass es irgendwie. Damit ihr seht, dass man nicht cheatet. Bla 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 bla. So, Prismabschirmung. Kriege ich eigentlich gerade die ganze Zeit Strahlung? Das hört sich so an. Ja, die Rita-Lackierung ist ja auch ein bisschen da. Fehl am Platz. So, Modell C. Was ist denn Modell C? Okay. Blablabla. Ach, dann können wir das noch verbessern. Okay. So, verbessern wir unsere Rüstung noch. Ich meine, genug Sachen. Und das finde ich so schön jetzt durch dieses, dass wir keine Gewichtsbeschränkung haben. Man hat einfach jetzt alles dabei. So. Extras. Zielerfassungszeit, eine Datenbank, markiert lebende Ziele, Trefferchance, Aufklärungssensor. Okay, Sensoren, die Wahrnehmung, Strahlungswerte. Ich nehme mal interne Datenbank, weil Intelligenz erhöhen ist gut, weil blau, lila, rot, Wolfboy. Ich nehme mal rot. Okay, hier können wir nichts. Optimierte Servos. Drive. Die Sprintgeschwindigkeit, zusätzlich Aktionspunkte. Schnell reden. Ah. Obwohl, das ist vielleicht nicht so besonders gut. Da verringert die Kosten von Aktionspunkten. So, hier. Da brauchen wir leider Rüstungsmeister weiter. Ah. Was haben wir hier? Auch noch nichts, okay. Rechtes Bein. Oh, sehr schön. Und dann den Torso. Die Stärke, Tesla-Sprung, Blutreiniger. Der Kinder bestellt die Rinde. Nahkampfschaden, zurück auf den Angreifer. Stealth Boy. Ja, oh, da brauchen wir Wissenschaft 4. Ui. Jetpack. Cool. Ich nehme mal erstmal, solange wir nichts anderes machen können. Nehme ich mal Tesla-Spule. So. Ich denke, es lohnt sich, das zu bauen. Was auch immer es ist. Naja, jetzt haben wir eine megamäßige Power-Rüstung hier, meine Liebe. So. Ich hab nichts dagegen, zu Fuß zu gehen, solange es am Ende was? Etwas Action gibt. Das ist wie bitte? So, ja, wir wollten nach Diamond City. Neue Frisur. Da, Diamond City Markt. Bin gespannt, was für eine neue Frisur wir kriegen können. Es hieß, es gibt neue Frisuren. Das heißt, es können nicht die sein, die wir zu Anfang schon wählen konnten. Das müsste ja dann nur eine neue sein, ne? So. Wenn wir Action suchen, werden wir sie hier bestimmt finden. Guten Tag. Hast du von der kleinen Schlacht zwischen der Bruderschaft und dem Institut gehört?
Der bei Bunker Hill? Da sind einige Leute bei draufgegangen. War wohl ein ziemliches Blutbad. Yep. Ja, wir sehen tatsächlich was Neues. Ich habe ein Hütchen aufgesetzt. Und wir haben die Armee-Uniform an. Hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Finde ich gut. Klingt gut. Vielleicht eine neue Farbe, hm? Setz dich, dann schauen wir mal. Yeah! Ich setze mich. So. So, Stil. Der Bürgermeister und seine verdammten Reden. Wir danken der Mauer. Das ist doch wohl ein Witz. Hey, ich wäre lieber auf seiner Seite der Mauer als auf der anderen, weißt du? Kolonialstil. Ronin. Garagenband. Anti-Held. Gammler. The fuck? Ah, das sind diese neuen Frisuren. Leider alles so. Ja, Frauen. Naja. Kanntest du mal jemanden, der entführt wurde? Der Mauer sei Dank. Nein. Halbplätze, Midlife Crisis. Geigerzähler. Radwut. Ombre. Selbstgemacht. Überkampffrisur. Federling, Wohnwagenhit, Blatt und schmierig, Gegenwind, Glücksritter, Kriegsfalke, Mathelehrer und ehrenhaft Entlassung. Kurzhaarfrisur, imposante Intellekt, der Söldner, Hitzkopf, Bahnbrecher. Mann, Mann, Mann. Ich habe mich ja nicht schon für einen entschieden. Kolonialstil. Die nehme ich. Annehmen. So, ist noch der Bart. So, entspannter Morgen. Cooler Typ. Kinnflaum. Gentleman. Mann von Welt. Mannsbild. Abtrünniger. Mephisto. Säbelrassler. Wolwald. Schicke Schurke. Poetry Slam. Koteletten. Frau Bursche, Straßensteger. Ach, die gefällt mir ganz gut. Ich glaube, nehme ich gleich mal. So, und Farbe. Platinblond. Oh Gott. Gelbbraun, fuchsig, rotbraun, tiefrot. Kühles Blauen, Braun, Dunkelbraun, Tiefbraun, warmes Schwarz, Nachtschwarz, Silber, Weiß, gebleicht. Ach komm, wir nehmen mal ein Blau, ein Blond. Erledigt. Danke. Schnippschnapp und Bam, du siehst gut aus. Dankeschön. Ich muss passen. Okay, dann mach's mal gut. Ich hab mich doch gerade erst Haare schneiden lassen, Mann. So. Zack. Mal rein da. Heps. Deine Freundin sieht am Ärger aus. Sorg dafür, dass sie keinen macht. Was gehört, Kate? Mach keinen Ärger. Lasst euch vom Stress des Lebens nicht umbringen. Entspannt euch mit ein paar Camps. Richtig. Hab gehört, dass du Valentine gerettet hast. Gute Arbeit. Die meisten Synths jagen mir eine scheiß Angst ein. Aber Nicky, der ist nicht wie diese Psychopathen vom Institut. Pass auf, was du sagst. Ich bin vom Institut, mein Freund. So. Nehmen wir mal aus dem Feuer hier, ne? Gut. Nehmen wir doch mal aus dem Feuer. Aus dem Feuer, aus dem Sinn. Da oben. Okay, dann gehen wir doch einfach mal zu Sungrass Ironworks und gehen dann da runter. Ja, Leute, aufgemotzte Powerrüstung jetzt und neuer Haarschnitt. Und neue Haarfarbe. Und neuer Bart. Und neue Kleidung. Ich warte immer noch, dass ich irgendwann mal diese Rüstung finde, wo ich das Adam, also eigentlich sag ich schon, die Mod für geholt habe. Gibt da so spezielle Rüstungen dann.
Immer dieser Ladebildschirm. Ah. Beep, beep. Mann, 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 immer dieses Handy. Beep, beep. So, wir waren dann ja fertig. Gut. Ich glaube aber, ich muss über den Dings rüber, ne? Ja. Erstmal gehen wir über die Brücke rüber. Case. Ja. Wenn wir nicht schnell sind, dann ja. Na, hätte aber fast, ne? Ein bisschen glühen. So, wir müssen da runter. Ja. Was? Wie wird das gesagt? Das ist eine Atommine. Ach nein, das heißt, dass die Kinder des Atoms hier sind. Jaha. Warte mal. Ist das die? Nee. Doch. Da ist sie. Das sind Gunner-Soldaten. Okay, Gunner sind hier. Dann nehmen wir mal Waffe. Granate. Granate! Einfach mal so wild rumwerfen. Könnt ihr mal in unsere schweren Waffen hier, in Fat Man. Rocket Man. Da, 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 da. Puh. Oh nein. Oh nein. Vergiss es. Na, brauchen wir unseren Raketenwerfer. Das war nicht der Raketenwerfer. Was? So. Bam! Herrlich. Was? Kate, ich glaube, er spricht mit dir. Man soll jetzt aufpassen. Kann jetzt nicht auf jemanden eine Rakete abschießen. Aha. Danke. Ah, eine Granate.
gerade Beep gehört. Hallo Splittermine. Moment. Ich hab da noch. Ja, hier. Yeah! Buja! Also immer die kleinen Plasma-Kanonen, die ich jetzt dabei habe, ne? Wo ist sie denn? Nein, nein. Da. 25. Was macht die Zeta-Pistole? 10 Schaden. Ah, die braucht Gamma-Patronen. Wo die anderen gleich aussehen, ne? Strange. So. Hier sieht es immer noch sauberer aus als in meiner Bude im Combat Na, wo war denn? Geronimo! Alter! Das Gesicht war vorbeigedämmt. So. Ah, da ist auch noch einer. Geronimo! Folgt uns. Wie das jemand flog? Hier drüben! Hier! Macht langsam richtig Spaß! Ja, gut. Geht so. Mann! Oh! Oh! Da oben hat jemand die gleiche Idee, wie es aussieht. Ja, Post wenden zurück. Hallo? So. Pam. So. Mann, Schluss jetzt hier. Lass nicht zurück, was hilfreich sein könnte. Da hatte da oben tatsächlich jemand die gleiche Idee wie wir. Da hat jemand einen Flammenwerfer angebracht. Fertig? Sehr schön. Hat jemand tatsächlich eine Flammenwerfer angebracht? Ich das kriege ich vielleicht auf. Wollte ich nur sagen. Hier müssen wir überhaupt hin? Ja, um da reinzukommen, müssen wir da durch.
Nun, Kate, weißt du was? Hey. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich. Guck dir das an. Ich habe keine Haarklammern mehr. Hast du welche? Na super. Du bist eine tolle Hilfe. Ich kann das machen. Ich seh's. So. Wie schön. Guten Tag. Ein bisschen Munition. So. Guten Tag. Ein bisschen Munition wieder. Oh. Wie lassen wir die Brücke denn runter? Ob einfallsreich oder nicht, das sieht für mich trotzdem verdammt gefährlich aus. Ja, ja. Huch. Aber ich muss so, glaube ich, nach unten. Weil. Ich muss die Brücke da runtergelassen werden. Ach, da oben drin, ne? Okay. Dann gehen wir mal hier oben rein. Ja. Schnauze. So. Kransteuerung. Gerade drunter fahren. Ja. Dankeschön. Alter. Ich wollte sagen, Alter, bin ich blind oder so? Schießt die ganze Zeit. So. Na. So. Guten Tag. Das ist für die Brücke. Ist das nichts Schickes? Enttäusch mich nicht hier. Hallo? Ist das dein Ernst? Captain Bridget, ist das euer Ernst? Mensch, Captain Bridget, wirklich? Da steht Captain Bridget hier mit ihrem Fat Man und versucht uns da Atombomben reinzuzimmern. Also wirklich. So. Geronimo! Ah, das ist ein Brahmin. Ich glaube, das gehört zu deren. Böser Brahmin. Oh. Ich reiß dir deine verfickten Arme und Beine raus. Müssen wir wieder nachladen? Ja. Wie immer zögert dabei. Weiter jetzt. Was zum... Junge, ich hab dich... Abraham, was ist los? Mal blicken, mein Junge wieder zu Hause. Was? Guten Tag. Jake ist wieder da? Gott
sei Dank. Papa, bitte, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Ich dachte, wenn ich bei Ihnen bin, könnte ich Sie davon abhalten, uns zu überfallen. Ich will niemanden verletzen. Mir egal, was du dachtest. Ich hab gesagt... Abraham Francis Finch, das reicht jetzt. Mama ist... Halt den Mund, Jake. Wenn ich noch ein Wort von euch höre, schält ihr das ganze nächste Jahr Kartoffeln. Yay. Seit Jahren streitet ihr euch und ich dachte, ihr könntet eure Probleme vielleicht selbst lösen. Abraham, dein Sohn ist ein erwachsener Mann. Und wenn er sich auch so verhalten soll, behandle ihn nicht mehr wie ein Kind. Jake, dein Vater und ich waren da draußen und wissen, dass es gefährlich ist. Wir möchten nur, dass du bereit bist. So, das war's. Und wenn ich jetzt noch ein Wort von irgendwem höre, dann... Knallt es! Mr. Finch. Sie hat recht. Ich war ein Dummkopf. Ich kann dir gar nicht genug danken. Hier, das ist für deine Hilfe. Ich finde, du solltest das Schwert behalten. Opa würde sich freuen, wenn er wüsste, dass damit Menschen geholfen wird. Echt? Und wir können jetzt hier... Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Okay. Schön. Was haben wir denn sonst noch hier? Ja, das können wir ja schon so langsam, ne? Ich würde gerne mal wieder einen neuen Vault finden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist wie so eine Nadel in Heuhaufen, glaube ich. Naja, machen wir mal die nächste Quest hier. Aus dem Feuer. Ja, ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier die Quest. Und dann müssen wir wieder ins Institut. Da. Wie das wohl aussehen würde. Wir sind ja gerade mitten in so einem Siedlerlager. Dann wird plötzlich so, puff, ein Blitz und verschwinden und puff. Ja, das ist am besten organisierte Gruppe des Commonwealth. Wie unsere Begleitung nie mitkommt. Vater hat Bemerkenswertes geleistet. Ja, ja, ja. So. Wie unsere Begleiter nie mitkommen ins Institut. Sei doch vernünftig. Ich weiß, du kannst mich hören. Jetzt mach die Tür auf. Was ist los? Es hat keinen Sinn. Dr. Hicks und Dr. Loken protestieren gegen deine Ernennung zu Vaters Nachfolger. Sie haben die Sicherheitssysteme der Abteilung Biowissenschaft übernommen und unsere Nahrungsmittelversorgung unterbrochen. Oh, fantastisch. Als gäb's nicht schon genug Schwierigkeiten. Ja, es tut mir leid, dass du so viele Probleme lösen musst, aber Personalentscheidungen gehören nun mal dazu. Gut. Zu protestieren ist ja schön und gut, aber das hier geht eindeutig zu weit. Ich verstehe deinen Ärger, aber rede bitte erst mit ihnen, bevor du Gewalt anwendest. Quatsch! Ich kann den Wartungstunnel zum Beobachtungsraum der Biowissenschaft öffnen. Von dort aus solltest du mit Hex und Loken sprechen können. Loken. Wenn sie nicht mit sich reden lassen, verschafft dir dieses Holoband Zugriff auf den Terminal im Beobachtungsraum. Das sollte dir ein paar Optionen geben, aber versuch bitte erst mit ihnen zu reden. Gewalt ist das letzte Mittel. Ach, die werden hier erschossen. Da wären wir. Warte bitte einen Moment. Das war ja ein weiter Weg. So, offen. Dankeschön. Sie müssen terminiert werden. Ich soll mit denen erst reden. Das ist doch ein Scherz. Ich soll mit denen erst reden, aber die senden mir hier Synths auf den Hals, die mich abknallen. Mäp. Und ich höre schon Geschütze. Ernst?
Gewalt ist die letzte Lösung. Ja, schick mir hier Synths und Geschütze auf den Hals. Cool. So. Gucken wir uns doch hier erstmal rum. Erstmal alles mitnehmen natürlich, ne? Wir kennen es ja schon. So. Das wäre der Lasergeschützturm. Ah. So. Oh. Plumps. Na. Geh weg. Bam. EV-Bohr, da will ich ja nicht hin. Ich weiß, dass die Synth drin sind. Ich habe die gesehen. Aha, ich dachte, ich hätte was gehört. Bist du an den Wachen vorbeigekommen, hä? Hm? Beeindruckend. Warum nehme ich eigentlich die ganzen Waffen und so mit? Das ist doch Quack. Wenn du hier bist, um uns umzustimmen, verschwendest du nur deine Zeit. Lawrence, war das nicht der, der gesagt hat, hier muss sich was ändern? Ich hatte eine direktere Lösung im Sinn. Ach wirklich? Unsere Sündwachen sind darauf programmiert, jeden Eindringling anzugreifen. Du kannst gern zu uns kommen, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich bin nicht gerade für meine Geduld bekannt, Higgs. Loken und ich haben dafür eine Engelsgeduld. Wir haben hier mehr als genug zu essen und bleiben so lange hier drin wie nötig. Du und die anderen werden weit früher hungern als wir. Ich dachte, ihr wärt vernünftig. Da lag ich wohl falsch. Es geht hier um weit mehr als nur um dich und mich. Ich beschütze viele Jahrzehnte Forschung und Fortschritt. Die Antwort lautet nein. Wir werden nicht nachgeben. Wer ist da im Kontrollraum? Vaters rechtmäßiger Erbe. Er hat deine undurchdringliche Verteidigung überwunden. Aber wenn er es so weit geschafft hat... Reißt er zusammen, Mann. Uns war das Risiko von Anfang an klar. Aber wir haben alles unter Kontrolle. Na dann, muss ich doch hier lang, ne? Ich mein... Achso, nee, das sieht ein bisschen anders aus hier. Gut. Ach, von dort aus, okay. Aberrand... Was über Aberrand das, hä? Da. Ja, dann viel Spaß. Die Tür zum Gorilla-Gehege geht auf. Bewegung entdeckt. Seltsarien des Instituts müssen sie vernichtet werden. Au! Batsch! Ich öffne doch nicht durch die Tür, die töten mich doch. Hallo? Ich glaube, die Synth kämpfen nicht gegeneinander hier. Ich werde mich mal schützen hier, weil ich genau weiß, dass die hier reinkommen. Haben wir irgendeine Mine? Haben wir, gut.
wollen wir mal. So. Mann! Böse Affe. Synthetisches Gorillafleisch. Leider nicht anders. So. Ach ja. Die wollten ja leider nicht anders. Gib mir aber bitte eine Chance, dann fangen sie wieder mit an. Nö. Ich habe ein Exempel statuiert an den beiden. Damit die anderen schön Bescheid wissen jetzt. Das war unglücklich. Wir wollen hier keine Gewalt. Und was ihr getan habt, wird Konsequenzen haben. Mhm. Was hätte ich denn tun sollen? Alle verhungern lassen? Ich wollte keine Standpauke halten. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass diese Angelegenheit friedlich gelöst worden wäre. War ja nicht möglich. Ich kümmere mich darum, dass bei den Hydrokulturen aufgeräumt wird. Ich sollte dann wohl auch das Begräbnis vorbereiten. Ja, es gibt viel zu tun. Ich mache mich ans Werk. Ich bin mir sicher, alle werden erleichtert sein, dass die Sache vorüber ist. Tja. Die wollten ja nicht anders. Ja, ja, versuchen wir den Freund friedlich zu. So, dann machen wir mal festgenagelt, hm? Ja, der versucht mit denen friedlich zu reden, aber nö. So, ab nach Grey Garden. Aha. Ja, ich glaube, komm, dass wir in der Bruderschaft noch irgendwie aufsteigen werden. Oh, es wird dunkel. Also jetzt hier bei mir. Ich sollte vielleicht mal das Licht anmachen bald in der Aufnahmepause. So, hallo Grey Garden. Ich bin jetzt hier um... So... Oh. Oh. Hallo. Warte. Hörst du das? Hörst du das? Ja, ich sehe das. Hallo?
Ja. Ja, nee. Nee, ich werde bestimmt nicht mit dem Dings hier rumlaufen. Aber dankeschön. Haben uns die von oben geholfen. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Aber sowas von. Boah, was von Liebes, so. Ah, Rotlicht, weiß Bescheid, Schatz. Good Grey Garden. Wie toll. Kamen diese Roboter von nebenan vom Grey Garden, von diesem Gewächshaus, und haben uns gegen die Gunner geholfen. Haben wir da leider auch unsere Sins getötet. Oh, Gott sei Dank bist du hier. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Sache hier über den Kopf wächst. Wie ist denn das genau passiert? Ich bin nicht für Außeneinsätze geeignet, das habe ich immer wieder gesagt. Und sie haben mich trotzdem geschickt. Es gab keine Anzeichen dafür, dass Wallace jemanden kontaktiert hatte. Oder dass er wusste, dass wir ihn beobachten. Wenn ich das gewusst hätte, dann... Ich weiß nicht. Dann hätte ich vielleicht versucht, die Sache anders anzugehen. Ich weiß, dass er möglicherweise für Phase 3 wichtig sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, uns in Gefahr zu bringen. Warum hat das Institut ausgerechnet dich geschickt? Sie dachten, ich könnte als Wissenschaftler eine Verbindung zu ihm aufbauen. Ich weiß, dass sie ihn schon seit Jahren beobachten. Keine Ahnung, wie sie ursprünglich auf ihn gekommen sind. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Aber nachdem sie gemerkt haben, wie schlau er ist und was für eine Hilfe er bei Phase 3 sein könnte, haben sie ihn sehr genau überwacht. Ich glaube, sie haben ihm sogar von Zeit zu Zeit wissenschaftliches Material zukommen lassen, um zu sehen, wie gut er ist. Du weißt schon, um ihn zu testen, um zu sehen, ob er für das Institut geeignet ist. Holen wir Wallace einfach und verschwinden hier. Gut. Was hat dieser Wallace mit Phase 3 zu tun? Wallace ist, nun ja, brillant, den Berichten zufolge. Niemand im Commonwealth kann ihm scheinbar das Wasser reichen. Er ist wirklich begabt, was theoretische Physik angeht. Er wäre eine Bereicherung für das Institut und eine große Hilfe bei der Inbetriebnahme des Reaktors. Mit seiner Unterstützung könnten wir das Ganze deutlich beschleunigen. Es gibt da nur ein kleines Problem. Er will nicht mit uns kommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du ja mal mit ihm reden. Bleibt wohl nichts anderes übrig. Du bist dazu nicht zu gebrauchen. Ich finde, das ist etwas unfair. Nein. So. Achso. Bringt nichts. Wallace, ich bin hier, um mit dir zu reden. Du bist auch einer von denen, oder? Ein Roboter? Nein. Bist du okay? Wurdest du verletzt? Ich habe mich im Badezimmer eingeschlossen, um Killerrobotern zu entkommen. Natürlich bin ich nicht okay. Ich habe all die Geschichten gehört. Ich weiß genau, was Leuten passiert, wenn das Institut auftaucht. Aber mir wird das nicht passieren. Hey, beruhig dich einfach, okay? Ich will nur mit dir reden. Gut, okay. Was willst du von mir? Das Institut braucht deine Hilfe, Wallace. So einfach ist das. Meine Hilfe? Wobei denn? Das Institut steht vor einem ingenieurtechnischen Problem, bei dem deine wissenschaftlichen Kenntnisse weiterhelfen könnten. Im Gegenzug für deine Hilfe würdest du Zugang zu einer Forschungseinrichtung erhalten, die moderner als alles ist, was du dir vorstellen kannst. Jeder Forschungsbereich, an dem du dich versuchen willst, alles ist dort möglich. Das kann ich dir versprechen. Und du wärst auf eine Weise geschützt, die es nirgendwo sonst gibt. Denk an deine Zukunft, oder? Würdest uns helfen, eine bessere Welt zu schaffen. Das hört sich gut an.
Okay, in Ordnung. Ich komme mit. Dankeschön. Oh, okay. Ich glaube, wir haben das jetzt im Griff. Danke. Ich meine, danke für die Unterstützung. Kein Ding. So, da wir ja sowieso schon der Arsch sind vom Dietz und so. Ach, fick dich. Es gibt eine Menge Sachen, die ich lieber gemacht hätte, als deine Scheiße hier auszubügeln. Oh, okay. Hab verstanden. Wir sehen uns im Institut. Ach, fick dich. Nutzlos. Das war freundlich. Mir hat's gefallen. Ach ja. Herrlich. So, müssen wir jetzt wieder zurück? Waggonaktivierung. Sprich mit Vater. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück ins Institut. Kate, wir sehen uns später. Wenn Magnetin um den Projektil mit extremologisch abzufeuern. Jeder Schuss kann für maximale Schadenswirkung aufgeladen werden. Abzug für kurze Zeit gedrückt hält, bevor den los. Ja, ich finde das Großgewehr genial. Finde ich auf jeden Fall nice. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie beeindruckend es ist, in Ihrer Nähe zu sein. Schleimer. Wo hatte ich das Großgewehr denn? Da. Na? Vater ist mehr als nur unser Anführer. Er ist unser Schöpfer. Klingt, als wären die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Ach, es geht. Guten Abend. Guten Abend. Aber das sind sie ganz bestimmt nicht. Man sieht es an ihrer Körperhaltung. Sie wirken ungeduldig, sind auf Ärger aus. Lass mich raten, ich bin ein zu früh rausgegangen. Sie sind vielleicht die bemerkenswertesten Produkte in der Geschichte des Instituts. Für mich ist die Fähigkeit, sie zu bauen, Zweck genug. Da ist er. Ich speichere mal kurz ab, bevor ich hier runterspringe, weil... So. Ich glaube, als nächstes werde ich das Ghost-Gewehr auch aufmotzen. Da bist du ja. Yep. Ich kann nicht ausdrücken, wie erfreut ich bin. Unser neuer Gast macht sich mit seiner Umgebung vertraut und hat schon mehrere Ineffizienzen in unseren Methoden entdeckt. Schön. Mit deiner Hilfe wird Phase 3 bald bereit sein. Ich danke dir. Es wird alles fertig sein. Bringen wir also den Rest über die Bühne. Ich helfe dem Institut gern. Hoffen wir, dass es sich auch auszahlt. Daran besteht momentan kein Zweifel. Wir werden es schaffen. Mhm. Sehr bald. Du musst noch eine Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Ja? Wir sollten dem Commonwealth mitteilen, dass wir da sind und es auffordern, uns nicht in die Quere zu kommen. Das solltest du übernehmen. Was? Klar, weil niemand da oben vermutet, dass es das Institut gibt. Das ist kein Witz. Es gab zu viel Imponiergehabe von zu vielen Gruppen. Die Welt muss wissen, dass wir an der Macht sind und dass das Commonwealth uns gehört. Als zukünftiger Direktor ist es deine Aufgabe zu führen und dem Institut eine Zukunft zu geben. Nimm sie bitte ernst. Okay. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Wenn du fertig bist, übertragen wir sie an das gesamte Commonwealth. Dann nutze das Mikrofon und halte dich an dieses Skript. Ganz einfach. Du schaffst das schon. Okay. Ich glaube, ich speichere jetzt erstmal. Dann schauen wir mal. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt. Dass wir unter euch sind. Das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... Die Zukunft. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth.
Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer persönlichen Freiheit. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... unnötige Schwierigkeiten für uns alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft... liegt unter euch. Und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Hey! Tja, das war... interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Ab. Ich hätte mir vielleicht mal das Dings ansehen sollen. Das Skript. Sehen wir uns mal das Skript an und schauen, was die denn von uns erwarten. Moment. Skript. Schlüssel. Hä? Wie ist doof, wo ist denn das Skript? Da. Seit Jahren habt ihr... Wir sind hier und wir sind die Zukunft. Uns überlegen, die Technologie steht für die Zukunft. Jetzt kommen wir heute aktivieren. Statische Maßnahmen. Okay. Ich werde jetzt mal die Böse machen. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt. Dass wir unter euch sind. Das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... eure neuen Herren. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor. Um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer jämmerlichen Existenzen. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das eure totale Auslöschung. Seid beruhigt. Denn die Zukunft... eure totale Auslöschung. Seid beruhigt. Kontrolliert ihr nicht. Und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Tja, das war interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Ach nee, das kann ich nicht machen. Das war zwar echt interessant gerade, aber... eurer jämmerlichen, eurer totalen Auslöschung. Seid beruhigt. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt. Dass wir unter euch sind. Das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... wir sind... die Zukunft. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor. Um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... täglichen Aufgaben. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... drastische Maßnahmen. Seid beruhigt, denn die Zukunft... liegt unter euch und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Yeah. Tja, das war interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht, aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Mhm. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Was
Was hast du in Diamond City vor? In der Stadt selbst gar nichts. Das ist eine Art Abkürzung. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Stimmt. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Gut. Ja, Leute, aber unsere epische Nachricht werden wir erst beim nächsten Mal übertragen. Also bis dahin. Ciao, ciao.